Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Jesus sagt zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Hier spricht Bianca Wüst aus Dirmstein. Guten Tag. November. Verfiele der Monat der Trauer und der Trübsal. Meist auch noch geprägt durch Regen, Nebel und Dunkelheit. Aller Heiligen, aller Seelen, Buß- und Bettag, Volkstrauertag, Totensonntag, alles Tage der Trauer im Gedenken an unsere lieben Verstorbenen. Doch gerade an aller Heiligen gedenken wir doch aller Heiligen und im November verehren wir doch so viele Heiligen. Direkt morgen, nach dem Allerseelentag, kommt der Hubertustag. Dann der heilige Leo der Große, der Kirchenpatron meiner Heimatgemeinde. Den heiligen St. Martin, den die meisten kennen und hier auch das Datum wissen. Mitte des Monats, am 19. November, unsere Pfarrpatronin, die heilige Elisabeth. Danach die heilige Cecilia, die Patronin der Kirchenchöre. Und zum Ende des Monats das Hochfest Christkönig und der erste Advent mit Beginn des neuen Kirchenjahres. All diese Gedenk- und Heiligentage begehen wir doch aber mit Freude. Gehen wir heute an aller Heiligen oder dieser Tage einmal mit Freude auf den Friedhof zu unseren lieben Verstorbenen. Gedenken wir ihnen mit Freude, was sie uns alles hinterlassen und Gutes in ihrem Leben getan haben. Gedenken wir der schönen Momente mit ihnen und lass uns dankbar sein für die Zeit, die wir mit ihnen verbringen durften. Denn dadurch sind sie nicht tot, sondern leben noch immer in unseren Gedanken mit uns. Martha sagt zu Jesus: Ja, Herr, ich glaube. Glauben auch wir an die ewige Freude? Nicht Trauer soll uns bedrücken, sondern Freude, dass unsere lieben Verstorbenen, die an dich geglaubt und gehofft haben, ihren ewigen Frieden bei dir gefunden haben. Auch Lazarus musste sterben, um von Jesus auferweckt zu werden. Und Jesus selbst liebt uns so sehr, dass er sein Leben für uns dahingegeben hat. Stärke uns im Glauben an die Auferstehung und mach uns bereit, diesen Glauben weiterzugeben, so dass sich viele zu dir und deiner Liebe bekennen und dadurch aus ihrer Trauer herausfinden. Lasset uns beten. Wie einst das Grab des Lazarus vor diesem Wort zersprang, so öffne unsere Gräber auch zum Licht, der einst sein Klang. Die Stunde kommt, in der dies Wort erschallt in jeder Gruft und alle, die dein Blut erlöst, zu neuem Leben ruft. Dann weckst du mich, mein neuer Leib steht ganz licht und klar. Die Welt verweht, die Sonne vergeht, doch ewig bleibt dies wahr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der allmächtige Gott, der uns Menschen in diese Welt schickt und am Ziel steht, um uns zu empfangen, segne uns, dass wir auf unseren Wegen durch ihn Kraft und Liebe empfangen. Er behüte uns, dass seine Engel uns schützend umgeben in jeder Gefahr. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass sein Licht in unsere Dunkelheit scheine. Und er sei uns gnädig, dass wir jeden Tag neu beginnen können und Vergangenes uns nicht erdrückt. Er erhebe sein Angesicht auf uns, um unsere Trauer zu sehen und das Leid mit uns zu tragen. Er schenke uns seinen Frieden, dass wir trauern können in seinen Armen und sein Trost uns stärke, dass unser Blick sich weite und unsere Füße den Weg finden, der zu dir führt in deine Ewigkeit. Amen.